Da ist die Fahrstunde so. Wir haben jetzt 12:45. Jetzt fahren wir los zur Arena zum Briefing. Spät, man kennt ihn. Und wann ist das Briefing? 20 vor müssen wir eigentlich vom Shuttle sein. Echt jetzt? Ja, ja. Wie alt ist das Name jetzt? 7. Aber wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, ey, meine Tochter ist jetzt auch schon 8. Hättest du auch eigentlich mitbringen können, so vom Ding her, weißt du? Ja, ich habe auch gar nicht richtig dran gedacht. Der hat mich gefragt, er sagt, ja, kann ich mit und so. Und ich denke, Digga, für ihn vielleicht ein Erlebnis. Ja, klar. So. Wollen Sie dazustoßen? Ja, ich würde gerne dazustoßen. Ja, hallo. Ja. Ey, ich grüß dich. Alles gut, oder was? Ja, ja. Was geht das? Wie geht's dir nach dem Chip gestern? Bruder, mein Magen dreht sich. Mein Magen macht Breakdown. Ey, wir machen mal Breiten. Roh hat seinen Gang nach, wie er geht. Digga, ich habe doch ein Kissen. So respektlos. Ich lauf ganz normal. Ich lauf schon mein Leben lang so. Was suchst du auf dem Boden? Was macht er da? Im Januar bin ich bei dir im Podcast. Ja. Ich hab schon richtig Bock. Ich hab gehört, aber du bohrst richtig tief. Kommt drauf an. Ja. Kommt drauf an, wie tief man bohren kann. Guck mal neben, wen ich da am sitzt. Er hat gefragt, ob sie dabei ist. Da hat sie so gefreut, weil der guckt ab und zu in Minecraft-Streams. Gute alte Tiefgarage. Du hast mich hochgenommen, du hast den Chip. Nein. Alter, ihr seht wahrscheinlich bei ihm auf dem Kanal im Vlog. Freunde, ich hatte so Bauchschmerzen, weil er mir irgend so einen Chip gegeben hat, wo auf der Rückseite von der Verpackung RIP drauf stand. Ich dachte so, kein Problem. Nein, Bruder, das soll nicht klauen. Ein Apfel ist gut auch für den Dings. So, Monte, das war deiner eigentlich. Oh, hey, Maxi, was geht? Wie geht's dir? Alles klar? Sehr gut. Selbst? Ja? Ja, alles gut. Danke. Ist klar, das ist Trimax. Willst du die auch mal in echt zu sehen? Weiß ich. Guck mal hier, ich hab Akku-Ressource einfach. Bist du ready? Ich glaub dich, ich kann's nicht einschätzen, ne? Das wird bodenlos, das sind nicht so gute Leute. Ne? Ja. Wenn wir heute fertig sind und keiner hat sich verletzt, dann haben alle gewonnen. Ich sag dir ehrlich, ja. Ey, der wird heute mit Ansage, der wird 2 Tore machen. 2 Tore. Ich mach mehr Tore. Ich sag euch, der wird krass unterschätzt. Du hast mich richtig überzeugt. Danke. Vor allem die Jogginghosen-Schuh-Kombination im letzten Video von Über ihm. Geil, ne? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Alles klar. Machst du heute ein Tor? Nee, du kannst. Ich hab mir extra Schuhe gestern noch gekauft. Ich hab schon Blasen an Füßen, alles, ne? Leute, Bruder, wollen nicht geworfen werden, er will geworfen ich werden. Ich will das, Bruder. Hey, was ist das für ein geiler Clip? Stell dir mal vor, wir zwei stehen in der Mitte. Dann machst du das bei mir ganz Arena. Ja! Junge, wie geil. Hä, safe, natürlich. Wow. Danke, Max. Danke. Okay, auf den Kicker. Offiziell Kicker. Das ist einfach 3XL. Guck mal bitte, wie das aussehen soll. Weiß ich, N-Hose, denkst du? Wie das nicht aussehen soll. Nach außen. Aber bei dir? Alles super. Ja? Bist du bereit? Bist du bereit? Nein. Nicht? Nee. Die haben Hoffnung in dir, ich sag dir das nur. Hast du das drauf? Wir haben einstudiert. Achtung. Komm, mach. Komm mal, guck mal hier. Das machen wir gleich am Feld, wenn wir hier sind. Geil, Junge, geil. Google! Ja! Die Regie ist gerade zu mir gekommen und die hat mit mir wegen einem Spiel geredet. Und wir müssen jetzt erstmal gucken, ob mir das passt. Also ich könnte so rumlaufen. Okay, so. Aber ich krieg halt, wie gesagt, ein bisschen lockerer, ne? Das ist wie beim normalen Fußball. Ja, genau. Aber Torwart mir. Ja? Wer tickt mich hier an? Was ist Feldspieler? Du bist das. Ja! Bruder, tickst du mich die ganze Zeit an, Alter? Ich kick die ganze Zeit einen Tick. Du bist das, sag ehrlich. Guck mal, das ist die Taktik. Du machst das und tust jetzt so, als ob du auch Ticker bekommst, um abzulenken. Ja, das stimmt. Wir kündigen das nicht an. Du läufst schon so auf mich zu, das ist wichtig. Ja, ja. Lauf mal auf mich zu. Aber wir machen es noch nicht. Genau, und dann gehe ich hier direkt so rein. Okay. Guck mal, der sieht aus wie ein Profifußballer. Was ist ein Profifußballer? Das ist nicht mehr normal. Guck mal, Annie. Die sieht alle gut aus in diesen Trikots. Also, du auch aber, Bruder. Digga, du strahlst doch, Mann. Wieso? Du hast Bock. Ich hab Bock, ich hab aber Angst wegen meinem Rücken, Bro. Deswegen war vorhin so terrified, als rauskommt und ich hab realisiert. Islam, komm mal her. Islam, hol mir mal eine Selta, bitte. Mit den Zähnen. Nein. Dein Opa, Allah irhamu, hat immer gesagt, wenn wir so aufgemacht haben, was ist teurer, dieser Deckel oder deine Zähne? Was ist teurer? Zähne. Hat Kaffee, aber nein. Nein, mach das. Lass ihn. Okay, geht nicht, aber er weiß wenigstens Bescheid. Aber selbst hier bei Trimax haben die extra einen vegetarischen Burger gemacht für ihn. Boah. Von 1 bis 10, Islam? 10. Echt jetzt? Oh, der Bré! Ich bin drin, Digga. Bist du warm? Ich bin. Bruder, das Ding ist, ich bin schon erschöpft. Du denkst das. Ja, immer andere Kinder sind so, sehen diese Dings da, wollen die ganze Zeit aufs Feld spielen. Oh, was der hier macht.
Guck mal seine Schuhe an. Er macht das, er zieht das einfach wieder durch. Aber warte mal, du hast wirklich Riffel. Hä? Das sind ja auch Multinoppen. Das sind Trailrunning-Schuhe für die Berge. Und die anderen haben aber Fußballschuhe? Ja. Okay, Xavi, warum nicht? Er bleibt seine Linie treu. Ja, was soll man heute machen? Oh! Du liegst ja, alles klar? Gesund, glücklich. Sein Sohn ist auch 7. Ja. Und wir werden uns mal einmal zusammen treffen und dann lernt ihr euch mal kennen. Ja. Dann zeigst du ein paar Ringertricks und er zeigt dir ein paar Gesangskünste. Kriegst du Papa auf den Boden? Nein! Kriegst du mich auf den Boden? Was du? Ich wollte mich wieder nicht reinlassen. Wallah? Immer. Warum? Ja, Wallah, immer. Aber guck mal, wie du aus. Warte, trittst du heute auf? Nein. Ach nee, das war dieser Jamule. Okay. Alle Gamer hinter den PCs weggeholt und ab auf den Platz. Wir haben 42 YouTuber und Streamer dabei. Das wird ja eine richtig, richtig fette Show werden, wo alle Leute am Start sind. Wir haben 4-1 verloren, oder ja, 1-4 verloren. War anstrengend, aber hat Spaß gemacht. War ein gutes Spiel. Mehdi hat das einzige Tor gemacht. Er ist noch reingekommen. Die letzten eine oder zwei Minuten hat noch Tor gemacht. Mein Herz, sehr kalt. Krass, ne? Schlimm. Wie war ich so? Wie war ich? Gut. Hast du mich gesehen? Hast du mich angefeuert? Ja. Ich sag noch einmal. 7 plus 7. 7 plus 7? Ja. 15. Jawohl, alle. Krass, alle. 8 plus 6. 8 plus 6? Ja. 13. Jawohl, alle. Gib mal Klepp, du bist krass. Digga, das ist ein 7-Jähriger. Lass ihn doch gut fühlen, Bruder. Ja, lass ihn gut fühlen, Digga. Der Arme kriegt Depressionen, er gibt das bei seinem Lehrer ab und der Mann hat endlich schlecht. So, wir machen jetzt einen Challenge. Wir fragen die Influencer hier, ob die mit Islam Schnick-Knack-Knuck machen und wir gucken, wer gewinnt. Sehr schön, Islam. Komm, weiter geht's. Super, Islam. Guck mich an. Wie alt bist du, Islam? 7. Was ist 7 mal 4? 20. Fast. Und jetzt Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Oh ja, voll, 3-0. Schnick, Schnack, Schnuck. Jawoll, Islam. Schnick, Schnack, Schnuck. Jawoll, Islam. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere, Stein, Papier. Sag danke. Ganz knapp. Ja. Schere, Stein, Papier. Du hast gewonnen. Skyline, auf geht's. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay, ihr habt verloren. Hat er dich angetickt, ja. Alter, guck jetzt, was wir anziehen müssen, Islam. Jetzt werde ich noch dicker, als ich schon bin. Pass auf, hinter Mann! Was ist das? Für eine Anstrengung.
krass. Das war das Anstrengendste, was ich in meinem Leben je gemacht habe. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das war, aber das kam mir vor wie eine halbe Stunde. Jetzt Achtung, 5 Subs von dir. Ich sag 5 Subs von dir. 5 Subs von dir. Nein! Ah, die Petra-Spiel. Oh mein. Was denkt ihr, wenn ihr diesen Spruch seht? Warte, wo bleibst du? Das kannst du mir nicht erzählen. Freut alle Abos auf Schneiden wir später raus. Also alles in allem, ich hab, für mich war das heute ein Win-Tag, sag ich ehrlich. Wirklich, vom ganzen Herzen ist heute ein Win-Tag. Wir hatten in der gesamten Gruppe vor dem letzten Spiel einen Punkt. Wir haben nicht einmal gewonnen. Ihr habt kein Spiel gewonnen? Das letzte haben wir dann gewonnen. Weil die anderen so auf unentschieden gespielt haben, sind wir ins Halbfinale gekommen und wurden jetzt von Marc Eggers Team gerade zerlegt. Oh krass. Oder das war das Anstrengendste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Weißt du, was das Ding ist? Die hat mich so eingequetscht, dass meine Brust so... Ja, und dann konnte ich nicht atmen. Erstens hatte keine frische Luft und dann hat man so zusammengequetscht, dass man nicht atmen konnte. Und dann noch, aber du hast gar nichts wahrgenommen von außen. Und dann läufst du so, denkst du, alles ist cool, auf einmal komme ich und renne dich komplett um. Ich habe eins gesagt. Ich habe dich einfach gegen die Bande gekriegt. Ja, ja, ja. Ja, genau. So, und jetzt nehme ich runter. Oh ja. Das ist was anderes als normales Ding. Er macht Freistil und das gerade war BJJ oder Lotterie. Ja, aber hattet ihr Spaß? 100%. War gut? Ja, waren gut. Ja, 100%. Ja, war gut. Top. Auch in der Kamera. Hattest du Spaß? Wir haben alle Spiele verloren. Ist egal, hat Spaß gemacht. Und das motiviert einen immer wieder mit Sport anzufangen. Ich bin zwar kaputt und meine Lunge brennt, aber ich könnte noch ein Spiel machen. Vielleicht, weil ich nicht so viel gelaufen bin, aber ich habe mein Bestes gegeben. Und das Krasseste war einfach dieses Ballspiel. Das hat mich hochgenommen mit diesem Ballon überziehen. Alles in allem sehr, sehr geiles Event. Ich glaube, bis jetzt ist alles gut gelaufen hier. Hat mich auch richtig gefreut, dabei zu sein. Und dem Brehi hat es auch richtig gefallen. Hat dir das hier gefallen, Islam? Ja, aber ich brauche noch Pommes. Ah, okay. Er braucht noch Pommes. Das war's dann erstmal. Hier drin seid ihr alle. Komm.